Hallo Leute, servus, herzlich willkommen auf dem Pioneer Reisekanal. Ich bin der Peter. Ja, und heute leider aus dem verregnerischen Überlingen hier am Bodensee möchte ich euch mal diesen Wohnmobilstellplatz hier vorstellen. Ja, schöner Wohnmobilstellplatz, der fast Mitte im Zentrum liegt. Also wir haben hier von hier aus 500, ja 700 Meter vielleicht an diesem Weg, diese Straße entlang. Zum Bodensee, zum Überlingen, zum Zentrum. Dann in die andere Richtung, wenn man geht, dann haben wir dann circa 2,5 Kilometer die Strecke, die man schöne Spaziergang machen kann. Ja, wie ihr seht, hier haben wir schon Wohnmobilstellplatz, der circa 40 Wohnmobile hier mal parken kann. Und gleich hier vorne haben wir Infopunkt zum Wohnmobilstellplatz, zum Überlingen, zum allem hier. Und da haben wir den Kassenautomaten hier vorne. Ja, der Wohnmobil kostet 18 Euro mittlerweile. Ja, ist aber richtig schön mit allem, was man sich vorstellen kann. Ja, was am so einem Wohnmobil zur Verfügung steht. Es gibt hier die Straße weiter dort nach unten, wenn man hingeht. Gibt es ja auf die rechte Seite eine öffentliche Toilette, die man nutzen kann. Das sind so Toilettenautomaten, sind recht sauber und gut zu benutzen. Und gleich neben dran, wie ihr seht hier vom Platz, also nicht einmal 100 Meter, hier ist eine Einkaufsmöglichkeit, wo man dann wirklich Einkäufe machen kann und alles hier auf dem Platz halt verzehren oder was man dann braucht zu nutzen. Ja, jetzt gehe ich hier mal in den Platz rein und wie ihr seht, rechts und links sind die Plätze, in denen man hier parken kann. Und gleich hier um die Ecke, wenn ich jetzt hier gleich links abbiege, ist jetzt erstmal dieser Müllbehälter, wo man Müll entsorgen kann. Der ist nicht arg groß, aber es sind viele, also von dem her ist ja kein Problem. Ja, und hier gibt es ja Fern- und Entsorgung. Also hier seht ihr den Bodenanlass für Grauwasser und hier die Toilettenentsorgung und gleich hier neben dran Wasser. Wasser, Frischwasser kostet ja Geld, aber es ist ja nicht viel. Es sind ja 1 Euro für 100 Liter, also gut zu, sage ich jetzt mal Standard, es ist überall gleich Preis. Und hier noch einmal die Müll. Den Müllcontainer, wo man Müll entsorgen kann. Und selbstverständlich haben wir hier auch Strom. Und Strom nur 50 Cent Stücke. Und das ist ja halbe Kilowatt. Das sind ja hier solche Automaten. Wie üblich steckt man hier die Steckdose. In der Steckdose sein Kabel rein. Und hier nachher mit dem, da sucht man sich der Nummer, den man eingesteckt hat. Und wirft man Münze rein, hier 50 Cent Stücke. Ja, und so haben wir dann nachher den Strom frei. 50 Cent, 1 Euro ist der Kilowatt, also 50 Cent ist halbe Kilowatt zur Verfügung. So, jetzt gehe ich nochmal hier diese Durchgang hier durch zu dem Infopunkt hier. Hier zu den Geldautomaten. Hier haben wir ja auch so Müllentsorgung. Ja, und hier den Geldautomaten mit dem Infopunkt. Achtung, hier will der 10 und 20 Euro Scheine haben und höchstens 10 Euro am Münzengeld. Ja, hier hat man ja auch so einen Katalog mit Informationen über Überlinge. Hier selbstverständlich Infotafel, wo man alles ablesen kann, was man hier machen kann. Oh, jetzt ist gerade ein Auto vorbeigekommen. Aber was man hier machen kann. Ja, gerade weil das Auto vorbeigekommen ist, muss man noch dazu sagen, dass es hier ziemlich ruhig ist. Ja, das war jetzt nicht der Beweis, aber es ist wirklich ruhig. Hier die Nächte sind ruhig, die Straße hier, die hinter mir geht, die ist nachts fast gar nicht befahrbar. Oder die ist nachts fast gar nicht befahren. Ja, und wie ihr seht,
hier die Stellplätze noch und noch mehr Wohnmobile. Jetzt ist relativ leer hier, muss man dazu sagen, dass das nicht so üblich ist, aber aufgrund des Wetters, wir stehen hier 2 Tage und 2 Tage nur Regen, das ist halt, ja, wie das halt so ist. Ja, und hier bin ich jetzt wieder am Ausgangspunkt, bin ich wieder an unserem Wohnmobil und damit das Video möchte ich jetzt beenden. Ich hoffe mal, dass der Regen und der Regenschirm keine Nachteile am Ton gemacht hat. Und in diesem Sinne möchte ich mich bedanken, wünsche euch alles Gute, gute Fahrt und bis zum nächsten Video. Tschüss!